Herzlich willkommen zu einer wundervollen neuen Folge von Ruffys Recipes. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast und wir machen heute Cannelloni. Yeah, Ruffys Recipes, sag allen Bescheid, dass es Essen gibt. Pasta oder Beef, Salate oder Quiche, Veganes oder Sweets, ich hab alles, was du liebst. Und falls du abonnierst, dann wär das ziemlich nice. Ja, mein Herd ist immer heiß, denn das ist Ruffys Recipes. Für dieses Rezept benötigen wir Champignons, frischen Blattspinat, Kirschtomaten, körnigen Frischkäse, Pesto Caprese, Grana Padano, frische Petersilie, eine rote Zwiebel, Knoblauch, Aubergine, Thymian, passierte Tomaten und natürlich Cannelloni. Für dieses Rezept benötigen wir einen Spritzbeutel. Wer keinen zur Hand hat, der kann sich so einen Zipper-Gefrierbeutel nehmen und sich hier oben ein Loch einschneiden. Das erfüllt den Zweck genauso gut. Folgende Strategie wird angewandt für dieses wundervolle Rezept. Wir nehmen unsere ganzen frischen Zutaten, schneiden die möglichst klein, füllen das dann in den Mixer zusammen mit unserem Pesto, dem Frischkäse, den Gewürzen, machen daraus eine aromatische Masse und füllen das dann in unsere Cannelloni rein. Kleine Grundregel, ihr könnt euch, wenn ihr irgendwas schneidet, immer zu Herzen nehmen, dass ihr eine gerade Schnittfläche braucht. Umso safer wird die ganze Angelegenheit. Wer keine 700 einzelnen Arbeitsschritte machen möchte, der kann sich natürlich einen Mixer mit größerem Fassungsvermögen holen. Weil ich broke bin, habe ich nur einen kleinen Smoothie-Mixer, aber ihr könnt gerne donaten, damit ich mir einen größeren kaufen kann. Knoblauch könnt ihr einfach mit der Messerseite einmal ansmacken. Und dann fällt das so aus der Schale raus. Aufgrund vom Platzmangel habe ich hier mal kurz zwischengelagert. Wir werden jetzt schön würzen mit Salz und Pfeffer. In dem Pesto Caprese ist an sich schon viel an Gewürzen drin. Deshalb vorsichtig sein, zwischendurch abschmecken, wie die Masse ist, nicht, dass wir das versalzen. Außerdem frischer Thymian drin. Ich würde hier mal 2 Teelöffel Salz vorschlagen. 1 Teelöffel Steakpfeffer. Die Cannelloni in eine ofenfeste Form geben. Jetzt unsere wunderbar aromatische Masse in den Spritzbeutel füllen. Dafür bietet sich hier irgendwie so ein Löffel an. Freunde, abonniert diesen Channel. Ich sag's euch, ich habe viel in Zukunft geplant. Der Sommer wird nice. Ich werde eigenes Gemüse anpflanzen, Pilze kultivieren. Es gibt Bushcraft-Kochvideos. Jeden Tag ein Reel. Ihr kriegt jeden Mittwoch um 18 Uhr ein tolles Kochvideo. Frische, günstige, gesunde Rezepte. Ruffys Recipes. Drückt den Abo-Button, Freunde. Wir würzen unsere passierten Tomaten jetzt mit einer Gewürzmischung, in der Paprikapulver, Kurkuma, Knoblauch, Salz und Pfeffer ist. Dann lassen wir unsere Cannelloni darin mal schön baden und toppen dann noch mit unserem Grana Padano. Um jetzt zu verhindern, dass die Cannelloni aneinander backen, während sie im Ofen sind, werde ich ein Schuss Olivenöl in die passierten Tomaten geben. Raspelletti Parmigiano. Unsere wunderschönen Cannelloni gehen jetzt bei 180 Grad Umluft für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Unsere Cannelloni sind fertig, das heißt Geschmackstest. Es sieht schon mal alles sehr, sehr gut aus. Hat seine Festigkeit nicht verloren, die Masse ist drin geblieben. Es ist alles nach Plan verlaufen. Und die gönne ich mir jetzt. Wunderbar. Wirklich sehr gut. Hier habt ihr übrigens noch ein paar coole Kochvideos, in die ihr dringend reinschauen solltet. Und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder um 18 Uhr, wenn es heißt Zeit für Ruffys Recipes. Macht's gut und bleibt gesund. Ciao.